Recht herzlich willkommen zur 25. Folge von Europa Universalis 4 mit Engeland. Guck mal, was wir hier so debattieren können, wir nichts. Warum wird das dann angezeigt? Bitteschön. 8 Sitze, Parlament. Keine Debatte im Parlament. Verstehe ich nicht. Oder haben wir was verpasst? Na, das versteht jetzt keiner, ne, oder? Aber ist auch nicht so schlimm, ist egal. So, was wir machen wollten, ist das, dass wir hier unsere 39 Schiffe jetzt rüberschicken zum Kolonialisieren. Dafür müssen wir die aber mal ein bisschen aufteilen, weil alle wollte ich nicht hinschicken, damit nicht hier uns einer was kaputt macht, sozusagen, ne? So. So, 3 Großschiffe. Und dann haben wir hier noch ein paar. Und dann brauchen wir noch diese kleinen Koggen. Ich wähle diese Einheiten aus. Fahren wir mit einem Hafen ran. Okay. Wir müssen die Pause rausnehmen, ne? So, das. Was ist das? Spannung an den Grenzen von Calais. Ja. Gucken wir mal. Was steht da alles, was sein soll? Toll. Wie ist denn das mit den... Oh, Burgund 103. Diplomat. Beziehung verbessern. Bestätigen. Da gibt es einen Krieg. Da gehen wir von aus. Und das wird wahrscheinlich passieren, wenn ich gerade da oben bin, ne? Aber es ist halt so. Das war hier auch verkehrt. Da brauchen wir auch nur 5 Armeen. Machen wir nur 5. 5 sollten da oben reichen. Wähle die Einheiten aus. Gehe dahin. Und dann wollen wir da mal hoch. Und wir wollen dahin, wo die sind. Okay. Welche Flotte fährt da jetzt hin? Gute Frage. Na, bestimmt die große. Ja, sieht so aus, ne, oder? Ja, war klar. Dann ändern wir das aber, glaube ich, noch besser, oder? Das ist jetzt eine Armee? Ach, sind die anderen schon auf Schiffs gelaufen oder was? Komm, mach die darüber, ey. Ne, es sind die 5 Armeen, passt schon. Haben auch keinen Anführer, ist auch gut. So, die bitte wieder aus dem Hafen raus. Und die fahren wir dahin. So. Die 19 lassen wir da stehen. Die 5 gehen auf das Schiff. So. Sind die da jetzt drauf oder nicht? Ich weiß es nicht. Okay. Vom Transportschiff trennen. Jetzt gucken wir nochmal, was ist das? Portugal. Tee und Zucker. Nein, das ist wieder das Falsche, ey. Okay, Staatsmann, okay. Fahr die mal raus. Was sind das hier? Warum ist hier eine Einheit einzeln angezeigt? Verstehe ich jetzt nicht. Ist es wirklich nur eine oder sind die anderen schon da drauf? Ah, die sind da drauf und die können nur 4, alles klar. Deswegen wurde auch das andere Schiff gefragt. Naja, okay, dann ist es halt so. Und okay, die fahren da jetzt hoch. Noch sieht alles gut aus. Die sind hier fit. Dann schick die mal wieder dahin. Oh, nur noch 48.
Das einen war dann. Haben wir einen Anführer drinnen, das ist also alles gut. Sind die schon da? Ne, wo sind sie? Da sind sie. Okay, jetzt geht's gerade ein bisschen runter. Aber das sieht gar nicht so schlimm aus zurzeit. So, dann sind wir der Küstennähe, dann geht das schon. So, und dann gehen die da an Land, ne? Fahren die auch noch weiter, ja. So, das passt. Und dann schicken wir da einer hin, der das kolonisiert. So, Pause mal. Kriegsmüdigkeit oder 1000 Mann? Hm. Ich glaube, wir nehmen das hier, ne? Aber 40 Dukaten sind auch viel Geld. Ne, dann machen wir das. Was ist das? Immer noch 48? Nein, 72. So, die sind da. Die können noch nicht rein, solange das nicht unser Land wird. Nur ist da den zweimal. Das kolonisieren wir jetzt. So, da ist 96, ablehnen. Können wir die da jetzt auch mal reinholen? Weil hier reiben wir uns gerade auf. Sieht gerade nicht so doll aus. Was sagt unser Land da? Nicht, dass da gerade wer uns überläuft. Passiert aber nichts. Lass uns mal hier gerade weiter gucken. 96 abgelehnt. Was haben wir denn hier? Okay, da können wir das machen, aber das ist das mit den Söldnerverträgen, ne? So wirklich bringen tut uns das hier nichts. Dann hier so hier das letzte wäre Verschleiß Armee minus 10%. Nicht wirklich interessant. Gehen wir erstmal hier das durch. Was ist hier jetzt? Debatte oder nicht? Ja, ist eine. Das wäre okay. Legitimität, wie ist die Legitimität? Wächst sowieso. Kosten für Kulturänderung. Minus 15%. Ich nehme das erste. 37 ist schon so. Militär 8 können wir machen. Administrative, das war die erste, ne? Ja. Dukaten. Korruption will ich nicht. Armeetradition will ich auch nicht. Und da unten ist Marinetradition. Hm. 56 ist das. Geld dafür bezahlen, können wir uns eigentlich nicht leisten. 0,2 Korruption ist genauso teuer wahrscheinlich. Den Rest möchte ich nicht machen. Also wenn das erste noch hier. Administrative Macht. Machen wir noch. Und dann bleibt es bei 75. Kurz weiter durchblättern. Provinzen, die uns gehören, ist klar. Was haben wir hier noch? Nehmt die Gegenreformation an, das wollen wir nicht. Was ist das hier nochmal? Achso, das wäre, wir müssen Truppen haben, 75 Limit. Das hatten wir. Da haben wir reingeguckt. Korruption, wie kriegen wir die runter? 3,01 ist das jetzt inklusive dem, ne? Wie viel Korruption haben wir? 0,06. Einmal plus, ja, lass das mal jetzt so stehen. Hier müssen wir auf jeden Fall wahrscheinlich wieder Gegenmaßnahmen ergreifen. Rebellen unterdrücken wir. Da ist erstmal Ruhe an der Front. Ja. Jetzt können wir da einmal runtergehen. Ja, Kriegsmüdigkeit etc. und so fort, ne? Ja, können wir schließen, ist jetzt nicht hier. Oder habe ich doch das aufgerufen, ne? Okay. Ja, die Kriegsmüdigkeit kriege ich jetzt nicht runter, weil wir nicht genug Punkte dafür haben. Klar. So, und das erste ist, Darlehen wird bald fällig. Ja, ist so.
So, okay, das bedeutet, wir warten weiterhin darauf, dass da was passiert. Und müssen wahrscheinlich noch mehr Leute ausheben. Warte, lass uns das hier rüber machen. Weil die 75% müssen wir auch noch haben, ne? Machen wir mal so. Unsere Schiffe gehen bald kaputt, das wissen wir. Wäre schön, wenn jetzt hier was passiert, dass das so weit ist, dass wir da Rechte dran kriegen. 96. Sonst schicke ich sie nach Hause, aber das lohnt nicht mehr nach Hause schicken, weil ich glaube, die gehen gleich unter. Da geht's. Wunderbar. Haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Kriegssteuer verlängern, ja. Wer war das? Burgund. Diplomat beibehalten momentan. Ist so. So, da oben sollte dann die Sache laufen. Gucken wir mal hier nochmal rein. Können wir jetzt verringern. Machen wir auch. So, das ist klar. Ne, den wollen wir keinen Krieg erklären. Wir sind knapp im Plus. Ist nicht viel, aber etwas. Habe ich das eigentlich letztes Mal umgestellt? Da habe ich mal geguckt gehabt, ne? Wo ist mein Händler? In der Nordsee passt. Das haben wir letztes Mal noch gemacht. Ja, hier läuft es langsam voran dann. Da auch. Was sind wir jetzt hier? Stufe 8 noch. Ja, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier vorankommen, wenn wir besser werden, ne? Ah, 6, ey. 6 brauchen wir hier ganz schnell noch. So, Soldaten werden gemacht. Die Kolonie lassen wir mal laufen da oben. Da kommt noch einer hinzu. Die ziehen wir zusammen. Vierer haben wir da oben, der Rest ist hier. Was war? Ich glaube 36 waren das, die wir brauchen. Das sind 30. Das bedeutet, wir müssen nochmal 6er haben. Aber jetzt sind die Kosten schon am Weglaufen wahrscheinlich. Ja, nicht ganz. Ja, aber wir machen das. Die müssen wir dann zwar wieder rausschmeißen, aber das ist halt so. 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 Ich glaube, die brauchen wir. Da kommt der Franzose wieder, will uns einen erzählen von 120 Dukaten. Plus die Ländereien halt, ne? Jo. Läuft erstmal noch. Vielleicht ergibt sich das gleich hier. Wie viel wären das denn? 75%. Wie viel ist unser Limit? 48. Das sind 36. Prestige 5 und militärische Macht. Dann nehme ich natürlich das Prestige, weil das sowieso ziemlich knapp bei uns ist. Das fällt ja immer runter, ne? So, dann müssten wir jetzt auch genug haben und das Ergebnis müsste kommen. Und der noch und dann ist es so, oder? Ja. Armee weniger Kosten. Baugeschwindigkeit Regimenter minus 15. So, was sagt das dann hier finanziell? Oh, bleibt sogar noch ein Plus, oder wie? Oder ist das, weil wir die Runde noch nicht haben? Ich stell die mal in London zusammen gerade. Ah, jetzt marschieren sie alle nach London. Das wollte ich nicht. Die sollten da bleiben. Naja. Läuft, ne? Nochmal reingeguckt wegen dem Geld. 17, ne? Können wir sogar unterhalten, oder was? Weil die Dingens runtergefallen sind, ne? Die Kosten. Ja, akzeptieren wir. So. Aber ich glaube, die vernichten wir trotzdem. Zack, weg. Können wir uns nicht leisten. Geld spielt keine Rolle schon wieder. Wir erhalten 10 diplomatische Macht. Bringt's das? 50. Inflation. Wie liegt's mit der Inflation? Sowieso zu hoch. Wir müssten administrative Macht auf ansetzen, damit wir das senken können und kriegen dafür diplomatische, also hier 40. Nee, bringt uns nicht weiter, ne? Ablehnen. Hier sollten wir sowieso einmal machen. Gibt es ja dann auch hier mehr. Vielleicht sogar zweimal.
77 wird nochmal gehen, ne? Dafür kommen wir hier irgendwie nicht weiter, ne? Ja, das Geld läuft auch weg. Komm, einmal noch. So, war da. So, machen wir so. So, lassen wir ein bisschen laufen. Wir brauchen eine neue Sache hier. Erobert Artois. Die große Flotte sind immer noch 20 Schiffe, ne? Ja, oder? England-Schiff, aber England ist die stärkste Handelsmacht. Artois war hier unten, ne? Da. Ne, das kriegen wir schon mal nicht hin. Ich würde jetzt von sagen, machen wir die Handelsmacht da hinten drüben. Gucken wir, wie wir das hinkriegen. Okay. Jetzt mal weiterlaufen. So, Kolonisten sind da drüben halt. 14%. Das dauert noch. 41 Kolonienbewohner. Holland. Holland hat Ansprüche erhoben. Okay. Wie ist das hier eigentlich? Die Norweger sind uns auch hier nicht wohlgesonnen, ne? Ja, uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, wie die Kolonien voranzutreiben, ne? Das ist halt so. Da haben wir eine schon mal, ne? Mal gucken, was da so kommt. Naja. Da sind jetzt Inuit, ne, zu Hause. Okay, die haben unsere Kultur dann schon. Navigator ist gestorben. Also die sind wieder auf 100%. Ich weiß nicht, ja, ich glaube, die holen wir wieder zurück, oder? Macht erstmal Sinn, glaube ich. 120, hat sich nichts geändert. Gut. Schiffe kommen dann wieder. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das mit den Schiffen handhaben, ne? Die 26 Truppen haben wir. Finanziell, wie sieht's aus jetzt? Taler kommt rein. Die kommen jetzt hier auch gleich rein. Sind ein bisschen kaputt. Vielleicht landen wir die erst da an und lassen die da reparieren. Ich denke, das ist besser. Ja, das ist hier wieder die Sache. Ach, weißt du was? Wir treiben das mal hier einfach voran, oder? Hm. 120. Wir müssen aber erst einmal hier reingucken. Nee, da können wir uns das vielleicht noch nicht leisten. Unterdrücken. 67, okay. Stabilität müssten wir mal erhöhen, ne? 207. Das mal verringern. Kriegsmüdigkeit, ja, ist schlimm, ist das, ne? So, dann fahr die mal hier hin. Fertig. Oder ne, fahr sie zu den anderen. Das bringt anders nichts. Große Flotte. Gut. Okay. Die Franzosen möchten immer wieder Frieden schließen, wir aber nicht. Gut, okay, dann will ich aber auch erst sagen, soll es für die Runde auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.